Allah sieht eine schwarze Ameise auf einem schwarzen Stein in einer schwarzen Nacht. Wen betest du an? Allah hat dich und Milliarden von anderen Menschen erschaffen. Sag es mir, wen betest du an? Allah hat die Hölle erschaffen. Allah hat das Paradies erschaffen. Wen betest du an? Allah lässt dich wachen und zugleich lässt er dich weinen. Betest du Allah an oder wen betest du an? Allah schickt dir die Prüfungen und Allah lässt dich diese Prüfungen bestehen. Sei ehrlich, wen betest du an? Allah hat deine Familie erschaffen. Allah hat dich erschaffen. Ich kann dich nicht hören. Wen betest du an? Allah hat den Engel Jibril a.s. erschaffen. Jibril a.s., über den gesagt wird, dass er 600 Flügel hat und von dem ein Flügel den ganzen Horizont überdeckt. Sag es mir, wen betest du an? Allah hat die Dunya erschaffen. Allah hat die ganzen Planeten, die Sonne und den Mond erschaffen. Allah hat das ganze Universum erschaffen. Und wie klein bist du im Gegensatz zum Universum? Weißt du was? Sei ehrlich zu dir selber. Wen betest du an? Allah lässt dich leben. Und Allah lässt dich sterben. Wen betest du an? Allah bestraft dich in der Hölle? Oder Allah schenkt dir das ewige Paradies? Wer ist der, den du anbetest? Allah macht dich krank und Allah heilt dich. Achi, Uchti, wen betest du an? Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der, der dir alles geben kann, der Allmächtige. Und nun frage ich dich zum letzten Mal, wen betest du an?